Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Claudia Franke. Wir befinden uns hier in meinem Hundesalon in Düsseldorf, den ich seit 15 Jahren betreibe. Ich bin Groomerin mit Leib und Seele. Wie kamen Sie denn dazu, Groomerin zu werden? Ja, in meiner Kindheit, in den Ferien, bin ich immer zu meinem Opa gefahren. Der war Jäger und hat Olperbracken gezüchtet. Und dort habe ich natürlich viel über die Hundezucht gelernt und auch die Liebe zu den Hunden entdeckt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung habe ich dann im ersten deutschen Reformhaus für Hunde- und Katzenernährung gearbeitet, habe da sehr viel Schulungen mitgemacht und habe die Ernährungsberatung auf organspezifische Krankheiten gelernt. Und dann habe ich später den Beruf des Groomers erlernt, 1998. Und seitdem mache ich das mit Leib und Seele. Ja, wie erlernt man denn genau den Beruf des Groomers? Ist das eine richtige Ausbildung und wie lange geht die? Das ist leider in Deutschland keine anerkannte Berufsausbildung. Da arbeitet der Bundesverband der Groomer gerade dran. Man geht zu einem privaten Unternehmen und lässt sich dort ausbilden. Muss man sich natürlich auch ein qualifiziertes Unternehmen suchen. Ja, wie erkenne ich denn als Laie einen professionellen Hundesalon? Professionellen Hundesalon erkennt der Laie daran, dass er eine sehr gute Beratung bekommt, dass die Räume gezeigt werden, dass die Produkte erklärt werden, mit denen gearbeitet wird, dass man vielleicht auch mal über die Werkzeuge ein wenig erklärt. Das finde ich schon sehr wichtig. Und dass man dem Kunden nicht an der Tür sagt, ich mache das schon, kommen Sie bitte in 2 Stunden wieder. Ja, warum sollte ich denn mit meinem Hund zu einem Groomer gehen? Ja, weil der Groomer praktisch dem Hundebesitzer hilft, die Fellpflege zu unterstützen. Früher war das ja der Wald. Im Unterholz hat sich der Hund sein Fell abgestreift. Das funktioniert ja heute nicht mehr, schon gar nicht mehr bei den Stadthunden. Entweder der Hundebesitzer macht es zu Hause mit gutem Werkzeug selbst. Dazu holt er sich am besten eine Fachberatung bei einem Hundefriseur ein. Oder wenn er keine Zeit hat oder das Handling vielleicht schwierig ist zu Hause, dann gibt er ihn einfach beim Groomer ab und der hilft ihm. Wie wichtig ist denn die Fellpflege auch für die Gesundheit des Hundes? Ja, sehr wichtig, besonders weil die Umweltbelastungen ja immer mehr werden. Früher waren nicht so viele Autos auf der Straße, heute ist es sehr, sehr viel. Man hat Autoabgase, man hat Verunreinigungen auf der Straße, Reifenabrieb und die ganzen Allergene, die in der Luft schwirren, zum Beispiel Pollen, haften im Hundefell an. Und das ist auch eine Gefahr für den Hundebesitzer, der dann natürlich, wenn er Asthmatiker ist, auch davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Und deshalb ist eine Fellpflege und ab und zu ein Bad ganz wichtig. Und jetzt noch zum Schluss, wie oft sollte man denn mit seinem Hund zum Groomer gehen? Tja, ist ein bisschen der Rasse abhängig und das, was man selber daran machen kann und unterstützen kann. Ich empfehle meinen Kunden, alle 6 bis 8 Wochen zum Hundesalon zu gehen. Dann hat der Hundebesitzer immer einen top gepflegten Hund und braucht sich zu Hause nicht mehr viel kümmern. Wichtig wäre nur ab und zu durchbürsten und den Rest machen wir dann für ihn. Dann vielen Dank, Frau Franke. Gerne.